Anne Kaufmann, deutsche Meisterin 2024. Da musst du ein bisschen lachen. Man hatte den Eindruck, dass es dir schon extrem viel bedeutet hat. Auf jeden Fall, vor allem nach dem letzten Jahr, wo ich gegen Sabine relativ klar verloren habe, wollte ich dieses Jahr gewinnen. Ich war auch einfach erleichtert, weil ich habe gar nicht so richtig aufs Zählgerät geguckt und habe dann erst im Nachhinein ein bisschen realisiert, dass ich gewonnen habe, weil ich so fokussiert war. Aber es hat mir auf jeden Fall sehr viel bedeutet. Jetzt bist du noch nicht allzu alt, aber trotzdem ist der deutsche Meistertitel so ein Meilenstein, ein Ding, was man sich so vornimmt, wenn man sich entscheidet, auch Tischtennis-Profi zu werden? Ich glaube schon und ich glaube, das ist was Gutes, weil ich möchte ja jetzt nach der Schule auch damit anfangen. Erstmal zu Hause Profi, aber ich glaube, das gibt mir nochmal den richtigen Schub und die Motivation, dass harte Arbeit zahlt sich aus. Genau, und es sind auch nur noch 12 Titel bis Timo Boll, glaube ich, oder 13, also das kannst du auf jeden Fall noch schaffen. Nehmen wir kurz zum Sportlichen heute. Du hast ein ziemlich knackiges Halbfinale gehabt. Im Finale ging es irgendwie ein bisschen leichter von der Hand. Wie hast du das erlebt am Tisch? Ja, gegen Franzi war es ein Wahnsinnsspiel. Also das hätte auch für sie 11-9 ausgehen können. Ich hatte wohl heute die bessere Seite erwischt. Ja, und dann im Finale war ich besser mental dabei, einfach auch, weil ich ein knappes Spiel hatte und in diesen stressigen Situationen einen klaren Kopf hatte. Hat man ja auch in den ersten beiden Sätzen gesehen, wo es 9-9 stand, dass ich die beiden für mich entscheiden konnte. Und ich glaube, das war eher so der Knackpunkt, dass ich mental auch viel mehr bereit war. Und morgen? Morgen habe ich Sportabi, praktisch Prüfung, Volleyball. Und am Dienstag auch. Und am Mittwoch habe ich nichts, aber am Donnerstag habe ich Prüfung und am Freitag habe ich Prüfung auch. Darauf wollte ich hinaus, wie funktioniert es, dass man Abiturprüfungen in der Schule mit Tischtennis, mit heute, mit diesem Wochenende vereinbart? Keine Ahnung, wirklich nicht. Ich glaube, ich kriege das aber schon irgendwie hin. Vor allem, weil morgen auch nur Volleyball ist. Das heißt, es ist ein bisschen entspannter. Dienstag wird ein bisschen schwieriger, aber ich kriege das hin und ich möchte einfach dieses Kapitel abschließen. Also mit Feiern ist heute nicht zu rechnen. Dann erst, wenn das Abitur geschafft ist. Ja, ich habe ja nächste Woche Sonntag Geburtstag und dann bin ich auch mit allem durch und da wird deutscher Meistertitel und Abi hoffentlich gefeiert. Jetzt erstmal nach Hause fahren und lernen. Okay, dann wird der 18. gefeiert, der deutsche Meistertitel gefeiert und das bestandene Abi gefeiert. Ja. Also die Feier ist dann ein bisschen später, aber ich habe ja auch vor dem Finale nochmal mir die Matheformeln angeguckt. Grüße gehen raus an Frau Bartnick. Jetzt bin ich well prepared für Mathe mündlich. Dann wünsche ich dir viel Spaß und ich freue mich auf die Einladung zur Party.